Herzlich willkommen zum Market Talk. Ich bin Roland Vogt, Marktstratege von Invest.ch mit über 30 Jahren Markterfahrung. Mit mir im Studio sind Vivian Sparenberg von der Bank Vontobel und Olivier Kessler vom Liberalen Institut. Wir sprechen darüber, welche Chancen sich an den Aktien und Devisen und auch den Kryptomärkten bieten und wie sich diese nutzen lassen. Olivier, direkte Frage an dich. Die Spielregeln an den Märkten haben sich während der vergangenen Jahre nicht nur an den Finanzmärkten massiv geändert. Früher galten Unternehmen als erfolgreich, wenn sie möglichst viele Arbeitsplätze schaffen und an ihren Produkten gut verdienen. Heute erhält Applaus, wer bestimmte Farben im Firmenlogo hat und die Energie vom vermeintlich richtigen Ort bezieht. Wie steht es um die marktwirtschaftlichen Mechanismen heute? Ja, was wir beobachten können, ist in der Tat ein Übergang vom Shareholder-Kapitalismus hin zum Stakeholder-Kapitalismus. Also der Shareholder-Kapitalismus hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass man Profite erwirtschaften sollte und dadurch eben auch zwingenderweise in einer Marktwirtschaft die Interessen der Mitarbeiter und der Konsumenten insbesondere beachten musste, weil sonst kauft ja niemand das Produkt freiwillig. Weil heute im Stakeholder-Kapitalismus sind es vor allem lautstarke kleine Aktivistengruppen, die diese ganze Wirtschaft in Beschlag nehmen, um ihre Sonderinteressen durchzusetzen. Und das ist natürlich eine Abweichung des kapitalistischen, des marktwirtschaftlichen Prinzips. Was hat das für Folgen längerfristig, schätzungsweise? Man weiß es ja nicht heute. Wir sprechen ja über die Zukunft, aber was denkst du, in welche Richtung führt das alles? Ja, man muss schon sehen, dass eben diese Abkehr vom Shareholder-Kapitalismus dazu führt, dass das Allgemeinwohl weniger befriedigt wird, weil eben vorher hat man all diese Gruppen einbeziehen müssen. Diese Stakeholder wurden ja automatisch, musste man die berücksichtigen. Und heute sagen nur einige wenige Stakeholder, nein, wir sind die Wichtigen, auf uns muss man hören. Und das führt natürlich zu einer Abkehr des wohlstandsschaffenden Prozesses, weil man nur noch einige berücksichtigt anstatt die Allgemeinheit. Also ich bin ja jetzt gespannt, wie viele Zuseher jetzt in diesem Augenblick das Händchen hochklicken. Nach meiner Einschätzung führen mehr Markteingriffe mittelfristig zu höheren Kosten und damit für den Endverbraucher auch zu höheren Preisen. Olivier, du hast ja auch dieses Buch hier geschrieben. Sagen wir mal, habe ich da irgendetwas verpasst oder irgendetwas übersehen in der ganzen Geschichte? Was ist da? Wir laufen in eine völlig andere Geschichte hinein. Absolut, nein, du hast nichts verpasst. Also je mehr der Staat in die marktwirtschaftlichen Prozesse eingreift, desto teurer wird es natürlich für die Unternehmer, etwas zu produzieren, weil sie immer mehr für die Regulatoren schauen müssen, um diese Formularflut zu bewerkstelligen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, anstatt jene der Konsumenten. Es wird also nicht sicherer, sondern vor allem teurer und nicht unbedingt besser. Absolut, je mehr Regulierung, je mehr Steuern, das wir haben, und diese Tendenzen gibt es heute leider, desto teurer werden die Produkte. Also diese Teuerung, die man jetzt einzig und allein da irgendwelchen Kriegen und Lieferkettenblockaden in die Schuhe schieben will, ist natürlich auch geldpolitisch, aber auch regulatorisch selbst gemacht. Vivian, mittel- und längerfristig steigende Preise, daran kann man natürlich jetzt nichts ändern, aber wie schützt du dich persönlich dagegen? Was kannst du da unternehmen? Ich glaube, die meisten Menschen sind jetzt schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass jetzt die Preise steigen. Oder sie wurden auch darauf vorbereitet. Das Inflationsmonster ist schon relativ lang unterwegs. Und die Preise werden auch nicht wirklich sinken. Also wir werden uns irgendwann auf die höheren Preise einstellen müssen. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen schlimmer werden. Also das heißt immer noch höher, oder? Immer noch höher, wahrscheinlich. In der Schweiz sind wir ein bisschen, besser betucht. Hier ist die Inflation nicht so hoch wie beispielsweise in den USA oder auch in Deutschland. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass die Preise wahrscheinlich noch ein bisschen anziehen werden. Wie Olivier bereits gesagt hat, es ist natürlich diese ganze Maschine mit Lieferketten, Krieg, was alles noch dazukommt, das wird meistens genutzt, um zu sagen, es sind die höheren Preise, aber am Ende des Tages müssen die Konsumer das zahlen. Und gerade bei Unternehmen, die diese Preissetzungsmacht eben haben, wird man es relativ schnell sehen, dass die es auch durchsetzen werden. Aber jetzt für dein Portfolio, für dein Vermögen,
Was kannst du dagegen machen? Also wie kannst du dagegen halten? Grundsätzlich ist, wie man es auch im Markt sieht, eher so der Wechsel zwischen Wachstumsaktien, und jetzt gehen sie eigentlich eher auf Burggrabenaktien, also Aktien, die relativ gut im Markt sich positioniert haben, die ein Qualitätsprodukt haben, die Preissetzungsmacht auch haben, wie beispielsweise Kellogg's, Nestle, Coca-Cola oder auch Amazon oder Apple, die einfach Produkte haben, die eigentlich immer gekauft werden und Konsum wird eigentlich immer genutzt. Und Essen am Ende des Tages muss wahrscheinlich jeder Konsum nutzen, auch noch die meisten dazu, wie beispielsweise Apple. Und die Preissetzungsmacht von diesen Unternehmen, die eigentlich auch ihr Alleinstellungsmerkmal haben, werden auch in Portfolien gern jetzt reingekauft. Gut, also auch da gibt es natürlich dann Adaptionen, wenn die Preise irgendwo zu hoch sind, dann kauft man halt ein anderes Produkt irgendwo. Aber natürlich, also die haben natürlich den Rückenwind jetzt im Augenblick. Also du sagst, die Nachfrage auch, was du siehst, das geht dahin, und da sollte man auch eher bei diesen Firmen investieren. Man sieht, dass die Gelder vor allem auch aus Wachstumsaktien rausgehen, gerade wegen den steigenden Zinsen, weil natürlich die Schulden von Wachstumsunternehmen jetzt relativ höher bewertet werden. Und man sieht schon, dass viele Investoren sich jetzt vielleicht auf Titel hier ein bisschen mehr fokussieren, die vorher so ein bisschen vielleicht auch am Rand liegen geblieben sind. Okay. Jetzt von der Bank Vontobel. Habt ihr da irgendwelche Produkte, die das thematisch irgendwie zusammenfassen? Also natürlich sind wir nicht die Einzigen, die immer diesen Blick auf den Gesamtmarkt haben. Wir haben jetzt beispielsweise explizit für Inflation einen Inflationsindex gebaut, der aufgrund verschiedenen Inflationsszenarien in Europa, USA oder Ähnlichem sich adaptiert und sozusagen gerade in Unternehmen investiert, die beispielsweise eben diese Burggrabenunternehmen haben oder beispielsweise in Rohstoffe, die natürlich aktuell relativ gut laufen, um sich hier so ein bisschen gegen die Inflation zu schützen. Im Anlagegeschäft ist das Indexieren ja ein ganz großer Trend. Wohin siehst du, wie werden jetzt fließen die Gelder? Ist das immer noch, sind die großen Gelder immer noch so stark auf die Indizes indiziert? Das heißt, der Markt geht runter, man bleibt drin, man ist dann auch dabei wieder, wenn es nach oben geht. Oder probiert man hier aktiver zu arbeiten? Wohin geht der Trend? Also der Trend geht wahrscheinlich, wenn sich man das mal jetzt nur aus Privatanlegeransicht anguckt, dass man schon eher auf die Indizes geht, weil viele auch davon ausgehen, dass man natürlich, wenn man Einzelaktien kauft, sich relativ viel damit auseinandersetzen sollte, was das für ein Produkt oder was für eine Firma es sich handelt. Wenn man sich mal die Volumina anschaut, beispielsweise nur SIX gelistete Partizipationszertifikate, also nur Indizes, ist in dem Fall beispielsweise 11 Milliarden im ganzen Jahr gewesen als Volumen, und nur Einzelaktien sind 70 Milliarden im Monat von der SIX gehandelt. Also ist es schon mehr Trend oder mehr Volumen natürlich in Einzelaktien zu sehen, aber man sieht, dass Leute gerne Trends spielen möchten und manchmal nicht das Wissen oder auch manchmal nicht die Geduld haben, sich eben diese Einzelaktien rauszupicken. Und deshalb ist das Indexieren oder dass man eben Indizes kauft, die auf bestimmte Baskets laufen, schon ein bisschen mehr Trend als vor einigen Jahren. Aber ich glaube, es gibt auch noch viele, die sich lieber die Einzelaktie kaufen. Aber wird da aktiv gehandelt auch mit den Indizes oder lässt man das eher einfach Es gibt stellen? Verschiedene, also es gibt verschiedene Arten von Produkten. Es gibt Active Managed, also dass man auch an sich dieses Trendgefühl selber spielt oder der Index Provider das spielt. Und es gibt halt Indizes, die beispielsweise nur einmal am Tag gekauft oder verkauft werden können, Produkte. Und somit gibt es eigentlich unsere gelisteten Produkte beispielsweise, die kann man den ganzen Tag kaufen und verkaufen, wie man sich halt auch sicher fühlt. Wie investieren Sie? Lassen Sie uns das über die YouTube-Kommentarfunktion zu diesem Video wissen. Sehen wir uns noch die Märkte in Europa, den USA und Fernost an. Hier die längerfristigen Charts, die man sehen kann. Unverkennbar die europäischen Börsen im Abwärtstrend, jetzt seit ein paar Wochen in einer Erholung, ebenso in den USA. In Fernost sehen die Strukturen China, auch in Japan, deutlich besser aus. Mehr Details finden Sie auf InvestCH. Gehen Sie auf die unten eingeblendeten Links. Vivien, welches ist dein Favorit und womit würdest du da über das Jahresende hinaus, worin würdest du dich da investieren? Möchtest du dich?
Manchmal, wenn ich mein Depot aufmache, ist mir doch schon relativ schwindelig. Ich glaube, bei den meisten Depots sind relativ viele Minus. Die Diversifikation ist relativ schwierig im Moment. Ja. Bei mir ist es aktuell Immobilien. Das ist für mich mein sicherer Hafen in dem Fall. Aktien, wie vorhin schon gesagt, die Burggraben-Aktien, die liegen auch schon ein bisschen länger schon im Depot drin. Vielleicht drüber nachdenken, ob die Wachstumsaktien jetzt für die nächsten 2-3 Jahre vielleicht nicht mehr wachsen werden, ist vielleicht nochmal so ein bisschen das. Die USA hat jetzt gerade den Pakt mit Japan und Nord-Südkorea geschlossen. Und da muss man vielleicht mal schauen, dass sie natürlich auch ein bisschen hier gerade Exportländer wie Deutschland hier angreifen, weil sie eben dieses Freihandelsabkommen nicht mehr haben. Wo man vielleicht noch ein bisschen gegen die USA und China, was da noch köcheln könnte, muss man auch ein bisschen abwarten. Und Europa sehe ich aktuell so ein bisschen ein Minenfeld, was Investieren angeht. Das Rad der Zeit wird ja da im Augenblick gerade etwas zurückgedreht. Ja? Leider. Dann sehen wir uns an dieser Stelle jetzt noch ein paar Aktientipps an, die die vergangenen Tage auch schon auf InvestCH erschienen sind. Sie sehen im Bild Garmin, PayPal, Bachem aus der Schweiz, Salzgitt aus Deutschland. Die detaillierten Expertisen können Sie auch unterhalb des Videos finden, den Link dazu, und dort dann die Details nachlesen. Vivien, Garmin, PayPal, Bachem, Salzgitter, dazu habt ihr jetzt aber keine passenden Produkte. Wenn man sich unsere Paletten anschaut, findet man eigentlich immer ein Produkt, das meistens passt. Von Bachem eigentlich, Salzgitter, PayPal ganz vorne mit dabei. Da gibt es auch relativ große Range von Produkten. Salzgitter und Bachem sind jetzt doch eher Produkte oder eher Aktien, die jetzt so ein bisschen seltener auch als Derivat gehandelt werden. Meistens findet man dann sie als Multi-Aktienanleihe oder Multi-BRC mit anderen Unternehmen, die sich in ähnlichen Branchen aufhalten. Also ich muss sagen, so im Augenblick jetzt für mich persönlich so Garmin und so, finde ich, ist in einer äußerst spannenden Konstellation. Eben die Details kann man auch lesen, so ein fallender Keil, und das ist dann üblicherweise oft die Situation, wo irgendwo eine Bodenbildung ansetzt und dann eine blitzschnelle Trendwende. Wie setzt du das um? Die blitzschnelle Trendwende, entweder muss aber man wo sich... Wo ich aber nicht weiß, ob die jetzt heute kommt wann oder sie kommt. Wann sie beginnt. Das ist halt, ja, das ist halt das Wichtige, oder auch das ist halt eben das Schwierige herauszufinden, wann das dann genau ist. Wenn man beispielsweise Hebelprodukte einsetzt, muss man sich schon relativ sicher sein, dass die Knockout-Schwelle nicht erreicht wird. Wenn man jetzt sagt, okay, die kommt jetzt vielleicht in den nächsten 2 Tagen, kann man darauf spekulieren mit einem relativ, sag ich mal, tiefen Barriers. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt doch eher der Aktientyp, dann kauft man sich einfach billig hoffentlich dann die Aktien. Olivier, hast du auch einen persönlichen Aktienfavoriten? Offen gestanden nicht. Ich finde es momentan persönlich zu heikel, um in Aktien noch zu investieren im großen Stil, weil da, ja, wir haben eine lange Boomphase hinter uns und die Fallhöhe ist relativ hoch. Ja, aber da haben sich gewisse Aktien jetzt schon halbiert, eben. Also zum Beispiel Garmin und so weiter, nicht interessant. Investierst du dann eher in Edelmetalle oder Krypto? Gut, ich bin jetzt kein Finanzexperte, der hier irgendwelche Investment-Tipps abgeben möchte. Aber natürlich finde ich es in der derzeitigen Situation, würde ich es persönlich spannend finden, eher in, also es ist übertrieben, von Investments zu sprechen, wenn es um Edelmetalle und Kryptos geht. Wahrscheinlich eher um Absicherungsüberweisungen in diesem Sinne, um vom inflationären staatlichen Geldsystem wegzukommen. Vivien hat es schon gesagt, Immobilien sind sicher auch spannend, obwohl auch hier Preiskorrekturen in Fiat-Währungen ausgegeben zu erwarten sind auf mittlere Frist. Deshalb aber, ja, ich denke schon, dass es wertvoll sein könnte, wenn man etwas auf die Seite legen will und es möglichst wertstabil halten möchte, dass dann Edelmetalle und gewisse Kryptowährungen, vor allem mit Deflationstendenz und eben die nicht ständig inflationiert werden, ja, aber weil, du, also mit der Wertstabilität bei den Kryptos, das ist ein spezielles Thema. Der Erwerb eines Assets ist ja immer auch ein Short gegenüber der Referenzwährung. Also du hast zum Beispiel Schweizer Franken und den verkaufst du und bekommst dafür SMI. Oder du hast den US-Dollar und bekommst dafür den Bitcoin oder eben die Garmin-Aktie. Je stärker die Währung, desto weniger musst du generell für die Sache hinblättern. Olivier, per Definition sind die Notenbanken ja die Hüter der Währung. Jetzt müssen wir nicht über jene in Russland oder in den USA diskutieren, aber
jene in der Schweiz und im nahen Frankfurt, wie gut machen die deiner Meinung nach ihren Job? Na gut, das kommt darauf an, wie man deren Job definiert. Also sie sind ja eben nicht nur Währungshüter, weil wenn sie das wären, könnte man einfach die Geldmenge stabil lassen, sondern sie sind eben auch noch die Ankurbler des Konsums, der Konjunktur und wollen jetzt auch noch den Klimawandel aufhalten und so weiter. Also wenn man all diese Aufgaben zusammennimmt, kann man ja nur scheitern. Das sind widersprüchliche Aufgaben, die sich nicht vertragen. Und insofern ist die Antwort nicht so leicht zu finden, ob sie den Job gut machen. Man müsste eher die Rolle der Zentralbank generell überdenken. Jetzt habe ich kürzlich einen Artikel von dir in der Finanz und Wirtschaft gelesen zu diesem Thema. Den Link zum Artikel haben wir unten eingeblendet. Dem Artikel habe ich auch entnommen, dass du ziemlich kritisch bist, dass die Notenbanken es schaffen, die Kaufkraft zu erhalten. Dass das wirklich problematisch werden kann, haben wir ja nun die vergangenen Monate ausreichend gesehen. Olivier, was könnten unsere Zuseher tun, um sich jetzt da vor weiteren Notenbank, sagen wir, Missaktionen zu schützen? Also auf der persönlichen Ebene, das haben wir schon diskutiert, wo wir da investieren könnten, um uns abzusichern. Auf lange Frist, was man politisch tun könnte, wäre noch spannend, dass wir nicht wieder nach einem allfälligen Kollaps, der da auf uns zukommt, wieder die gleichen Fehler machen und wieder ein staatliches Geldsystem aufgleisen mit einer Zentralbank, die planwirtschaftlich die Geldmenge festlegt und die Zinsen festlegt, also wichtige Preise in einer Marktwirtschaft. Da sollte man marktwirtschaftliche Reformen durchführen, weil wir wissen ja, dass je mehr Wettbewerb, was es gibt, desto besser ist die Qualität eines Produkts, desto günstiger sind die Preise, desto besser ist die Kundenorientierung. Und deshalb kann man sagen, könnte das auch im Bereich des Geldes so sein. Dann könnten private Geldanbieter um die Gunst der Kundschaft konkurrieren und es würde sich wahrscheinlich jene Gelder durchsetzen, die am besten die Bedürfnisse der Konsumenten und Unternehmer befriedigen. Also sozusagen Alternativen zu diesem von den Zentralbanken dominierten System. Genau, also es ist ja eigentlich die Zentralbanken sind ja von der Politik eingeführte Zentralplaner im Bereich des Geldes. Also wir haben eigentlich einen Geldsozialismus, wie es Roland Bader so schön ausgedrückt hat, der Ökonom, der leider vor 10 Jahren verstorben ist. Und ich glaube, es wäre wichtig für die langfristige Stabilität, um ein nachhaltiges Finanz- und Geldsystem aufzugleisen, dass wir mehr Marktelemente da wieder einführen würden, nicht die gleichen Fehler immer wieder machen würden. Jetzt nochmal die Frage, investierst du dann, also wenn du Alternativen auch, also wenn du an Alternativen denkst zum Geldsystem, eben Bitcoin oder so, bist du da aktiv oder? Also ich finde Kryptowährungen insgesamt sehr spannend. Ich finde es den Bitcoin per se ist natürlich spannend insofern, dass es eine deflationäre Tendenz gibt, sprich, dass es da eine begrenzte Geldmenge gibt von 21 Millionen Einheiten. Das macht es spannend im Vergleich zur Zentralbankenwährung, die man unendlich vermehren einfach kann und eben diese Inflation herbeigewirtschaftet wird. Aber ich glaube, es gibt noch spannendere Projekte, zum Beispiel, wo Privatsphärenfunktionen eingebaut sind, was beim Bitcoin nicht der Fall ist. Das ist relativ transparent, das gefällt mir nicht. Ich liebe die finanzielle Privatsphäre und ich würde da vermehrt so spezifisch an, was erfüllt diese Kriterien, begrenzte Geldmenge, Privatsphärenfunktion, Funktionalität, also wie läuft das System etc. Vivien, bei den Kryptos sind die Meinungen ja gespalten. Die einen halten das Thema schlicht für eine Blase, die jetzt ja auch geplatzt ist. Andere sind da voll im Fan-Modus. Geschehe es, was wolle. Darf ich dich danach fragen, wie du persönlich das siehst und wie gehst du jetzt da mit diesen Kryptos um? Also wir haben uns dadurch, dass wir auch Produkte auf Kryptowährung anbieten, natürlich schon ein bisschen, sage ich mal, mehr als normal mit Kryptos beschäftigt oder auch in der Bank damit beschäftigt, was das Potenzial ist. Wie Olivier bereits gesagt hat, die Dezentralisierung und dass man halt auch weg von den Zentralbanken so ein bisschen versucht, sein Geld anzulegen oder versucht, in etwas zu investieren. Das sieht man schon bei vielen Anlegern, dass es halt über die Jahre gewachsen ist, dass man
eine, sage ich mal, eine Ersetzung davon sieht oder will, dass man nicht mehr diese Zentralbankpolitik auch haben möchte. Und viele auch eben sagen, ich möchte, dass meine Transaktion und das, was ich mache, halt privat ist und nicht jeder weiß, wo ich jetzt mein Geld lagere oder was ich damit mache. Ich persönlich finde zwar nicht Bitcoin an sich, aber zum Beispiel Ethereum, was alles in die Richtung geht und was auch damit später wahrscheinlich gemacht wird, die Technologie dahinter auf der Blockchain, das ist für mich ein sehr, sehr zentrales und auch sehr, sehr interessantes Thema, mit dem man sich aber, glaube ich, auch intensiv beschäftigen muss, um wirklich die vollumfängliche, sage ich mal, Aufgabe, was eigentlich das machen soll, hier zu verstehen. Aber jetzt Frage an euch beide, so ein E-Franken oder ein E-Euro würde uns ja da dann nicht weiterbringen, das ist dasselbe. Ja, okay. Absolut nicht, aber vielleicht noch auf deine vorherige Bemerkung einzugehen, dass die Kryptomärkte jetzt diese Blase geplatzt sei, das hört man ja im vierjährigen Intervall immer wieder, es wird geplatzt und dann steigt es wieder um das 20-fache. Also man muss auch die Verhältnisse sehen, also hätte man vor 10 Jahren einen Schweizer Franken irgendwo in eine Kryptowährung gesteckt oder in den Bitcoin gesteckt, wäre man nicht so schlecht dran gewesen. Also hier von einer Blase zu sprechen, fände ich dann fast etwas übertrieben. Das wäre wahrscheinlich die beste Investmentgelegenheit des Jahrzehnts gewesen. Vivien, wir haben es jetzt gehört, also super Kaufgelegenheit, langfristig gesehen, wenn man das jetzt mal annimmt und jetzt davon ausgeht, dass es jetzt, dass wir wirklich an einem langfristigen Eckpunkt sind, welche Instrumente hätte da dann deine Bank im Köcher, um jetzt entweder die weitere Erholung oder eben den totalen Niedergang von Bitcoin irgendwie zu bewirtschaften? Man sieht jetzt auch in der letzten Zeit, kommt es immer wieder ein bisschen häufiger vor, dass die Produkte hier auch auf der SIX beispielsweise wieder rege gehandelt werden. Mhm. Tendenziell, wenn man sich jetzt ein bisschen langfristiger vielleicht in Bitcoin investieren möchte, aber zum Beispiel keine Wallet oder ähnliches haben möchte, kann man es mit Tracker-Zertifikaten eben auf den Bitcoin abbilden. Die gehen dann eher auf die Long-Seite, also man geht davon aus, dass der Bitcoin weiter steigen wird. Wenn man Short gehen will, also auf den totalen Untergang von Bitcoin hier setzen möchte, kann man das eben im Moment nur mit Hebelprodukten machen, also gehebelt auf den Fall von Bitcoin setzen und das geht dann auf den Bitcoin Future. Vivien, Olivier, vielen Dank für eure Teilnahme, war sehr spannend. Wir sehen uns hier nach ein paar Wochen Sommerpause wieder. Wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dann noch auf das Glockensymbol drücken, werden Sie bei Erscheinen des nächsten Videos automatisch informiert. Gern können Sie uns auch ein Feedback in den Kommentaren hinterlassen, einen Themenvorschlag oder einen Hinweis auf einen spannenden Teilnehmer für diese Runde. Ihnen besten Dank und einen schönen Urlaub.